So. Lonia Name am Kopfkratzen der Beruf. Und Notts County der Gegner, würde ich mal sagen. Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Loni darf noch 12 Spiele hier bestreiten. Hoffentlich. Hoffentlich mit Aussicht auf die englische zweite Liga. Es sieht unglaublich bombastisch aus. Northampton unantastbar am Aufsteigen. Also rein tabellarisch ist noch nicht so richtig Aufstieg, aber sie sind auf jeden Fall schon mal gut dabei. Und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, die sie schon mal erfüllen. Hammerpass. Loni, was ist das denn? Loni, schnittig. Kommt erstmal nicht rein, jetzt zum Nachsetzen vielleicht. Oder gibt es den Freistoß? Muss ich auch sagen, völlig zu Recht. Ja, Freistoß ganz klar, richtig. Loni. Da kriegt er den Freistoß 16 Metern und schießt drüber. Aber war knapp, muss man sagen. Oh, da, also der ging ganz knapp übers Lattenkreuz. Und der Torspießer, der Torwartspießer, haut erstmal weg. Es geht wieder mal brenzlig los. Und Loni seit langer Zeit mal wieder mit einem Freistoß, der nicht aus 37 Metern war und komplett vorbeiging. Aber mal gucken. Das nächste Mal ist, glaube ich, wieder Hans-Jörg Butt dran. Also Hans-Jörg Butt 2.0. Der nicht nur Elfmeter, sondern auch, jetzt habe ich gespoilert, fuck, Freistöße schießt. Der Ball hat erstmal gesessen. Ist wie ein Knacki, hat, naja, Amang war. Ab in die andere Richtung. Loni, schön, Emmerton. Emmerton schön durch. Da schickt er Carter. Und Carter schafft es nicht, an den Ball zu kommen. Notts County. Ja, Notts County bekleckert sich noch nicht mit Ruhm. Es ist aber auch schon länger her, dass eine Mannschaft sich wirklich effektiv durchsetzen konnte gegen die Northampton. Also wenn sie Punkte errangen, dann meistens, natürlich nicht immer, aber das meiste, woran ich mich erinnere, durch Unentschieden, wo Northampton halt nicht hinbekommen hat, ein Tor zu schießen. Ansonsten ist Niederlage auch schon ein bisschen her. Aber nicht so wichtig. Emmerton Nichols. Oder generell ein Spiel, wo Northampton komplett unterlegen war, ist ein bisschen her. Warte. Es geht schon wieder so los. Können wir schon wieder kotzen. Oh, Riesenpass. Riesenpass. Bell. Nein. Was ist das denn? Was macht ihr? Ich hatte schon Angst, der chippt den ins eigene Tor rein. Weil ich ja sonst keine scheiß Probleme mit Leben habe. Es gibt Freistoß. Na, dankeschön. Wollte ich mich schon beschweren. Warum? Bitte Elfmeter. Weißt du, warum? Aber alles gut. So, komplett grenzsibiler Querpass. Nichols, Emmerton. Northampton ist durch. Kriegt die Chance. Emmerton flankt rein. Da ist Worms hinter. Nichols. Nichols! Alle werden abgeschlachtet. Und natürlich Hammerflanke. Nichols. Wunderbarer Kopfball. Man kann nichts dagegen sagen. The Weltklasse is back in Northampton. At Northampton. Northampton einfach. So. Und es macht natürlich Spaß, diesen Jungs zuzusehen. Vor allem, wenn es genau so läuft. Sie kombinieren traumhaft. Natürlich ist es Glück dabei, aber wer hat denn ohne Glück schon mal was gerissen? Ja, richtig. Weiß ich auch nicht, aber darum geht's ja nicht. Loni, der Pass war Grütze. Die lila Grütze. Es war lila Grütze einfach. Weißt du, Traube. Loni, oh komm, bitte. Ich weiß, du bist kein Linksfuß, ja? Mr. T. Punkt, du bist kein Linksfuß. Okay, das verstehe ich, ist in Ordnung, passiert. Ja, solche Menschen muss es auch geben. Aber trotzdem kann man doch mal klöppeln irgendwie. Und da ist er nämlich. Und da kommt er nicht an den Ball ran. Ich fasse nicht, oh, Widdowson. Habe ich nicht damit gerechnet, dass ich da noch rankomme. Morris war mal abseits, nehme ich an. Hätte ich intuitiv auch getippt. Und ja, doch. 4 Northampton haben Abseits. Also wenn es einen Abseitspreis gäbe in der Saison, ich glaube, Northampton würde abräumen. Was ja cool wäre. Weißt du, Preise kannst du nie genug haben. Also als Filmregisseur, ich hätte auch gerne einfach mal die goldene Himbeere irgendwann. Weißt du, den schlechtesten Film des Jahres. Ja, wer die Himbeere nicht ehrt, Leute, ihr wisst doch. Loni. Oh! Wird abgedrängt, aber alles im Rahmen der Fairness. Alles in Ordnung. Da bedrängt Loni ganz klar. Da provoziert er auch.
Und es zahlt sich leider nicht aus, aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Schön um die Gegner rumgedreht. Und. Oh, schade. Schöne Grätsche. Also Northampton hat den Bogen raus und Northampton ist nicht dumm. Nichols. Uiuiui, da dürfen wir noch eine Runde üben, Mr. Nichols, würde ich mal sagen. Mr. O'Donovan wird sich hoffentlich bald vertreten im Sturm. Ich gebe ihm noch 20 Minuten, dann kommt O'Donovan für Nichols rein. Amankwa. Schönes kleines Flänkchen. Zuckerschnitte. Die leider nicht ankommt, aber prinzipiell Zuckerschnitte. Habt ihr das gesehen? Was war das denn für ein Hammer? Amankwa. Nichols. Stürmt. Kommt nicht ran. Und mit vereinten Kräften kriegen sie den Ball sogar nicht wieder. Das ist ganz neu. Innovativ. Man kriegt den Ball einfach nicht wieder. Das ist eine neue Taktik, gibt es in Europa, kommt jetzt langsam auf und sie scheint sehr vielversprechend, weil die kleinsten Mannschaften der Welt es schon probieren. Everton. Oh. Ich rieche Elfmeter, ich rieche den Elfmeterpfiff. Der war schon so ein bisschen in der Luft gelegen. Morris versucht sich mal wildes kurze Eck, aber nicht wirklich. Um es mal ganz höflich auszudrücken, nicht wirklich. Loni konditionell noch ganz gut dabei heute. Wird wahrscheinlich durchspielen können, wenn seine Leistung nicht drastisch absinkt. Und, danke, nicht drastisch absinkt. Und das könnte gerade der Fall sein, wenn ich mir das so anschaue. Nee, kriegt den Ball wieder. Kriegt ihn schön wieder. Und überrennt jetzt seinen Gegenspieler. Ja, Wahnsinn. Loni, schön gemacht. Fallrückzieher, gut, da ist es logisch. Weil da kannst du halt mit Fallrückzieher irgendwie nichts falsch machen. Da geht's ja um nichts, weißt du? Auslinie, ganz ehrlich. Handspiel, Elfmeter. Was? Freistoß, trotzdem Loni. Oh, nee. Also Loni ist nicht mehr der Freistoßschütze, der er mal war. Ja, er war mal Freistoßschütze, weil er hat ein Tor geschossen. Vor langer Zeit, aber darum geht's jetzt nicht. Morris geht, Hackett kommt rein und O'Donovan hat noch ein bisschen Bankzeit. Loni hat sich inzwischen wieder an die richtige oder an die neue Steuerung gewöhnt. Vor allem spielerwechselmäßig ist er wieder voll dabei. Carter. Ich habe mir überlegt, auch Pro Evolution Soccer 5 wieder zu kaufen. GameStop, PS2-Spiele haben sie ja alles da, aber das habe ich dann doch gelassen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu hardcore gewesen. Man muss es nicht übertreiben. Was? Wirklich? Das war ein Foul, okay. Nein, ist voll in Ordnung, kein Ding. Müsste auch irgendwo selber. Und Tosa, da Glück gehabt, dass Notts County Spieler mal abseits war. Knappe Kiste, sehr knappe Kiste, aber sah richtig aus. Und es geht in die andere Richtung. Loni heute noch ohne Tor, nach dem letzten Dreierpack. Ist er heute natürlich ein bisschen unter Zugzwang und so wird es nichts. Das war grauenhaft gespielt. Loni kriegt den Ball, verliert ihn wieder zum zweiten Mal. Zwei Zweikämpfe hintereinander verlieren ist immer... Um das mal so zusammenzufassen... Langmi, die Abwehr seit längerer Zeit schon sicher. Sehr, sehr schön anzusehen. Loni, zum dritten Mal den Zweikampf verloren innerhalb von wenigen Minuten. Nein, und Hackett. Oh, komm. Oh. Das glaubst du nicht. Kann mir das mal einer erklären? Kein Northampton geht zum Ball. Und das, wenn Haynes den nicht reinmacht, dann Abgang. Nichols wird ausgewechselt. Herzlichen Dank. Hallo O'Donovan. Deine Stunde hat, glaube ich, geschlagen. Und Loni. Flankt rein O'Donovan. Und da ist er. Und da ist er ja fast. Der wird fast effektiv ausgeglichen direkt nach dem Anstoß. Loni macht's möglich. Trotzdem bleiben nur in Anführungsstrichen noch 30 Minuten. Es ist noch einiges an Zeit. Trotzdem ein bisschen in die Pötte kommen. Und das 2-1 kann er auch noch fallen. Also gegen 1 ist ja noch schlimmer. Aber ab nach vorne. Diegen. Alleine. Ja! Loni überflüssig.
Im Stil eines Zinedine Zidane. Chippt er den am Keeper vorbei und T. Loni. Überflüssig könnte der Titel der heutigen Folge werden. Das ist ja Wahnsinn. Northampton schafft es aus eigener Kraft. Loni heute nicht wirklich der Hilfreichste. Klar, man hat mal einen schlechten Tag. Das passiert. Das ist ja auch überhaupt kein Thema. Aber es ist schön anzusehen, dass Northampton auch so bestehen könnte. Denn, und da muss man ehrlich sein, Loni wird hier nicht ewig bei dieser Mannschaft bleiben. Es werden gute Mannschaften locken. Da werden große Summen geboten. Für Loni kann ich mir super vorstellen. Und deswegen, man muss ja auch selber klarkommen irgendwo. Carter flankt rein, etwas weit. Loni, jetzt der Kopfball geht zurück. Ist niemand. Also praktisch ein Fehlpass. Und der Pass war auch total fail, weißt du? War auch so ein Fehlpass, Junge. Tosa. Und Donovan. Abseits, geht aber nicht hin. Carter geht nicht hin, muss auch nicht hin. Wird so oder so abseits gepfiffen, überhaupt kein Problem. Und Loni wäre auch im Abseits gewesen, war sogar egal. Taco Bell wird ausgewechselt. Gebürtiger Mexikaner. Und auf der anderen Seite Deegan gegen Hornby. Loni kriegt seine letzten 22 Minuten in einem Spiel, was eigentlich nicht seins ist. Aber darum geht es nicht. Man muss ja auch immer die Teamleistung betrachten. Solange die Mannschaft gewinnt, ist alles andere erstmal zweitrangig. Außer der Verein ist pleite oder so, dann ist es nicht zweitrangig. Das war, warum ich da nicht direkt drauf gekommen bin, dass es abseits ist, weiß ich nicht. Weil das war, war gar nicht mal so eindeutig. Stuart Little wird jetzt auch ausgewechselt. Der alte Mäuserich. Darf die letzten 20 Minuten auch im Luxus Whirlpool entspannen. Tose. Oh. Snetka, dankeschön. Gracias, amigos. Gracias, amigos, habe ich gesagt. Und das heißt, gib mir den Ball wieder. Auf Spanuesisch. Und ab. Hornby. Kann den Pass schön spielen. Hackett. Sieht Loni und Loni könnte jetzt gehen. Kriegt den Ball schön auf außen. Ist alleine. Loni flankt rein. Butterweich. Hackett kommt nicht ran. Das war der nächste Fehlpass. Loni wird heute mit einer grauenhaften Bewertung nach Hause gehen. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das sollte der Blinde mit Krückstock auch gesehen haben. Okay, auch andere machen Fehler. Und diesmal war es Hackett. Aber nur geht's nicht. Darum geht's nicht. Loni. Wow. Der hatte Worms, war aber nicht so platziert. Keeper kommt noch relativ gut ran. Hackett. Flanke. O'Donovan. Loni. Jawohl. Das Gehen des Mario Gomez. Da ist es. Da steht er. Weißt du, der Bengel, das ist Wahnsinn. Hat heute fürs Spiel wirklich fast überhaupt nichts gemacht. Und geht mit einem Tor nach Hause. Und Carter geht mit einer Null nach Hause. Hat auch noch gefoult und ist sogar leider irgendwie richtig. Entschuldigung. Aber nein, es ist kein Schluck auf des Todes, keine Sorge. Loni steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie so oft. Also, das Mario Gomez-Gehen hat er in sich drin. Wie gut oder wie schlecht es ist, möchte ich nicht beurteilen. Ich möchte hier keine Meinung über fremde Spieler ziehen, ganz klar. Das ist nicht mein Anspruch. Aber, kann mir auch Schöneres vorstellen. Also sagen wir so, 1-3, das Ding sollte hier erstmal gelaufen sein. Northampton wird hier nicht mehr zu viel anbrennen lassen. 2-3, klar, es kann immer passieren. Aber ein Punktverlust, in welchem Sinne auch immer, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Es fühlt sich einfach nicht danach an, als ob das wirklich realistisch wäre heute. Da Loni anzuspielen war leicht, nicht utopisch. Leicht dämlich vielleicht, könnte man so sagen, und Donovan. Kommt nicht ran, Ball weggeschlagen, 5 Minuten. Notts County rennt jetzt dem Rückstand hinterher und ich glaube, erfolgreich wird hier nichts mehr. Loni. Über außen, wird verfolgt von seinem Gegenspieler. Da kommt aber, wer kommt an diesen Style ran? Kein Plan, Digga. So, pass auf. Es gibt Elfmeter, jawohl. Und es ist T-Zum. Und T-Zum lässt aber wieder Masnetka ran. Der guten alten Zeiten wegen, wer erinnert sich nicht gerne zurück? Worms! Snetka. Ich habe eigentlich gar nicht so sehr in den Winkel gezielt, aber ist ja egal. Hauptsache, der Hans-Jörg Butt Englands ist zurück. Ein erfrischender neuer Wind in dieser Saisonentwicklung. Snetka hat seine Liebe zu Elfmetern gefunden und dann ist immerhin nicht mehr Loni direkt schuld. Also nicht mehr der Loni, sondern nur noch ich Loni und das geht in Ordnung, wenn ein Elfmeter vergeigt wird. O'Donovan wurde gefoult, aber nicht gepfiffen. Gibt's hier noch das 1-5? Gibt's hier noch
die komplette Destruktion. Sag ich mal so schön in Arabisch. Hornby. Ja, Loni geht nach. Kommt nicht ran. Jetzt aber vielleicht sein Mitspieler. Nein. Also wie es aussieht, sollte es hier gewesen sein. Selbst wenn Northam nochmal in den Ball kommen sollte, wie hier. Es wird halt gleich abgepfiffen. Da müssen wir uns ja jetzt nichts vormachen. Toza haut den Ball nach vorne. Und damit sage ich vielen Dank. 1 zu 4. Ein unglaubliches Spiel. Zeitweilen sehr spannend. Aber Loni und am Ende Snetka machen ihr den Sack zu 8,7. Überraschend. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe einen 6,5 oder so. Ja, aber ist ja gut. Muss es auch selber wissen. 8,2. 5 Tore, ja. Torvorlagen 0. Schade. Torquote. Aber ist nicht so wichtig. Als ob die mich rausschmeißen würden, weißt du? Und dann kommt gleich die Nachricht, Simon gefeuert. Unbezahlbar. Nordirland. Ich bin nicht dabei, genau. Deswegen ist es mir auch egal. Ihr kommt ohne mich klar, Leute. Wer kommt denn diesen Style ran? Kein Plan, Digga, würde ich sagen. 1-1. Deutschland mal wieder nur ein Punkt und wir gucken nach. Mario Gomez verletzt. Oh, mir egal. Mehr egal. So, gegen wen geht's denn? Also, wir haben Tschechien und Russland vor uns. Wenn wir gegen Tschechien spielen, wäre es gut zu gewinnen. Türkei, ja, ist nicht so wichtig. Ja, muss man auch erstmal gewonnen haben. Dann ist mein Name D.Noni und wir sehen uns das nächste Mal. Deutschland, Türkei. Was?